Miriam Buchner, im Super-G musstest du noch zuschauen. Jetzt in der Abfahrt ist es soweit, erster WM-Start. Wie groß ist die Vorfreude? Ja, ich freue mich richtig. Also Super-G war leider, oder waren die Ergebnisse einfach nicht dementsprechend, dass ich mich für die WM qualifiziert habe. Heute war schon recht gut und ich freue mich, wenn es morgen mal losgeht. Die letzten Tage immer das Warten war halt schon ein bisschen anstrengend und ich habe mich schon gefreut, wie heute einmal das Training gut gegangen ist und morgen eben erster WM-Einsatz ist, die Vorfreude ist riesig. Du hast das Training schon angesprochen. Wie zufrieden bist du mit den Trainingsläufen und wie erleichtert bist du, dass das gereicht hat, dass du morgen dabei bist? Ja, also mit den Trainingsläufen bin ich sehr zufrieden. Also das hat eigentlich ganz gut gepasst. Ich habe das umsetzen können, was ich mir vorgenommen habe, einfach vom Technischen, dass ich mich da wieder weiterentwickle, dass ich das zeige, was ich drauf habe. Und das Wichtige ist für mich einfach, dass ich die Ruhe habe, dass ich da nicht irgendwie hektisch werde mit der ganzen Sache. Und das ist auch das, was ich mir morgen vornehme. Wie lautet das Ziel für die Abfahrt? Ziel bei einem WM sind immer Medaillen, also das ist eh klar, weil was anderes ist eigentlich da uninteressant. Das ist für mich natürlich auch Ziel Nummer eins. Wie froh bist du, dass du hier bei dieser WM bist? Du hast keine leichte Zeit hinter dir. Ich habe vor der WM mit deinem Bruder telefoniert, der hat gesagt, er ist sehr, sehr stolz, dass du dich aufgrund der schweren Verletzung wieder zurückgekämpft hast. Wie erleichtert bist du, dass du hier bist? Ja, also das Ziel war natürlich die WM heuer. Also die letzten Jahre waren eigentlich doch schwierig. Es hat immer Höhen und Tiefen gegeben mit den 5 Operationen da. Das war doch sehr anstrengend alles. Man hat auch letztes Jahr nicht gewusst, ob das mit der letzten Operation wirklich dann wieder alles hinhaut. Also es ist schon eine Erleichterung, dass das auch Früchte alles tragt. Und ja, aber das ist jetzt auch wieder Geschichte und morgen ist das, was zählt und da will ich einfach gute Leistung zeigen. Dein Bruder, der ja auch immer einen WM-Start, für dich ist morgen der erste. Wie gut tut es, dass die Familienrangordnung gleichgestellt wird? Das ist ganz wichtig. Nein, schau, ich hätte gar nicht gewusst, wie viel WM-Starts er gehabt hat. Das ist bei uns auch nicht irgendwie in der Familie ein Thema, wie viel Weltcup-Podests hat, wie viele Siege man hat. Das ist Skifahren und wir sind einfach Geschwister und das ist einfach gar nicht wirklich ein Thema daheim.